Und diese werden nach Möglichkeit direkt beantwortet. Zusätzliche Fragen- und Antworteneinheit werden wir am Schluss an die Präsentation haben, wenn noch Zeit ist. Die Präsentation wird natürlich aufgezeichnet und Sie können sie anschließend im Internet jederzeit wieder ansehen. Und die PowerPoint ist auch verfügbar als Download unter https://autodesk.vox.com AutoCAD IQ Deutsch. Dort werde ich im Übrigen auch ein Skript zu diesem Webinar als Word-Dokument platzieren, sodass Sie die Übung und alles, was wir in diesem Webinar machen, selbst nochmal an Ihrem Rechner nachstellen können. Bitte beachten Sie auch unsere Webseite autodesk.com Help Webinars. Dort können Sie, wenn Sie regelmäßig wieder reinschauen, über zukünftige Webinare informiert sein, die Aufzeichnung früherer Webinare ansehen, generell alle Webinare, die Autodesk anbietet, ob es jetzt AutoCAD oder Navisworks oder andere Programme sind, ansehen. Sie können dort auch Feedback hinterlassen zum aktuellen Webinar oder Ideen und Vorschläge für zukünftige Webinare machen. Wenn Sie Feedback haben, können Sie dies auch per E-Mail schicken an die Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Bitte geben Sie dann in die Betreffzeile "Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ" ein, damit dieses E-Mail auch an die richtigen Stellen weitergeleitet wird. Noch ein Hinweis: Seit ungefähr 2 Wochen ist die deutsche Autodesk Community live geschaltet. Das ist, Sie kommen darauf und mit der Webadresse autodesk.de/forum und dort können Sie allgemein zur AutoCAD-Produktfamilie ein Forum besuchen und Fragen stellen in deutscher Sprache. Wir haben jetzt zu Beginn noch die Themen Inventor und Revit und andere nicht produktspezifische Themengebiete. Angedacht ist es, Angebot zu erweitern in Zukunft und je nach Feedback werden die AutoCAD-Produktfamilien auch noch unterteilt, so wie es auf der englischen Seite der Fall ist, dass man dann spezifisch zu den einzelnen AutoCAD-Produkten auch ein eigenes Forum hat. Also schauen Sie rein, es lohnt sich. Bevor wir beginnen, habe ich jetzt noch wie immer ein paar Fragen an Sie und ich würde Sie bitten, die Antworten auszuwählen und damit ich einen kleinen Vor- oder eine kleine eine Vorstellung habe, eine kurze, wie Ihre Wissensstände sind. So, ich hoffe, Sie können die Kurzumfrage sehen. Würde Sie bitten, entweder auf Ja oder Nein zu klicken. Die haben keinen Ton. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Wenn Sie mich nicht hören können, dann sagen Sie mir bitte nochmal Bescheid per Chatfenster. Das ist jetzt etwas schiefgelaufen, aber ich denke mal, wir brauchen nicht von vorne anfangen, da Sie die Präsentation oder die Slides ja auch gesehen und lesen konnten. Wir sind jetzt bei den Fragen und ich würde Sie bitten, die Fragen zu beantworten. Ich warte noch ein paar Sekunden, bevor diese Frage geschlossen ist und wir sehen,
die nächste Frage. Wir sehen hier, es sind noch keine Neulinge bei diesem Webinar dabei. Gut, die zweite Frage an Sie ist, welche AutoCAD-Applikation verwenden Sie? Übertragung sollte gleich da sein. Ich warte noch ein paar Sekunden, dann wird die Frage geschlossen. Gut, haben wir ein ziemlich ausgeglichenes Ergebnis. Ein Viertel AutoCAD, ein Viertel AutoCAD LT, ein Viertel Architecture, MEP etc. und ansonsten andere. Meine dritte Frage zu Beginn, themenspezifisch. Haben Sie schon eigene Blöcke in AutoCAD erstellt und oder editiert? Sehe, 50% haben das schon getan und zwar regelmäßig. Ich hoffe, dass ich für diese 50% auch Neuigkeiten zu berichten habe. Gut. Geht es weiter mit unserer Präsentation? Hier eine Liste der vorangegangenen Webinare, die Sie auch sich nochmal anschauen können in deutscher Sprache. Das sind jetzt die letzten 10. Die können Sie sich unter autodesk.box/autocad-iq jederzeit wieder anschauen. Noch ein Hinweis zu unserem Beta-Programm von AutoCAD. Hierbei geht es um die Mitarbeit der Kunden bei der Entwicklung der von zukünftigen AutoCAD-Versionen. Sie bekommen dabei einen Zugang zu unserer Beta-Plattform und können dort ihre eigenen Ideen, ihre Designvorstellungen zu den neuen Versionen einbringen. Sie haben dabei Einfluss auf zukünftige Versionen und Sie können Ihre Ideen und Feedback direkt adressieren. Also Produktmanager und Produktentwickler sind auch in dieser Beta-Plattform vorhanden, sowohl wie auch die andere Beta-Programm-Teilnehmer, mit denen Sie diese Ideen, die Sie haben oder Vorschläge auch diskutieren können. Wenn Sie Interesse daran haben, dort mitzumachen, dann können Sie ein E-Mail an autocad.beta@autodesk.com schicken oder dementsprechend auch AutoCAD LT und um eine Einladung oder einen Zugriff zu dieser Beta-Plattform zu bitten. Noch ein kurzer Hinweis auf unsere Top Autodesk Knowledge Base Artikel und Downloads. Es gibt auch den Schnellzugriff für AutoCAD und AutoCAD LT Hotfixes, Service Packs, Downloads. Und das ist sozusagen die Landeplattform für alle AutoCAD und AutoCAD LT basierten Fragen. So, geht es los? Jetzt geht es los mit unserem heutigen Webinar. Auf der Agenda steht heute das Thema Attribute. Was sind Attribute? Erstellen und definieren von Attributen mit dem Attribut Manager. Wir haben den Block Attribut Manager und was können wir mit den Attributen am Ende überhaupt tun? Zum Beispiel über eine Datenextraktion in eine Tabelle oder eine externe Datei exportieren. Dann sehen wir einmal, wie es geht. So, jetzt wechsle ich mal in mein AutoCAD. Das ist jetzt, ich hoffe, Sie können meine AutoCAD jetzt sehen.
Ja, die Verbindung ist heute etwas langsam, sollte gleich erscheinen. Bernd, siehst du meinen Bildschirm? Jetzt sehe ich ihn auch. Gut. Das ist meine Beispielzeichnung, eine ganz einfache Zeichnung von einem Stockwerk in einem Büro. Diese Zeichnung ist aus der englischen Vorlage ins Deutsche übertragen, also wundern Sie sich nicht, wenn die Maße etwas komisch sind, ums zweieinhalbfache zu groß oder wenn wir die vorhandenen Attributnamen in Englisch haben oder auch Objekte in englischer Sprache. Es geht auch hier nur, ist ja unsere, ja, Skizzenblockdatei, um die Attribute zu besprechen. Was ist ein Attribut? Ein Attribut ist eine Bezeichnung, mit der Daten zu einem Block zugeordnet werden. Es ist auch möglich, selbstständige Attribute, das heißt ohne Block oder Geometrie, zu erstellen. Das ist im Grunde genommen ein leerer Block mit den Attributdaten. Die Daten, die in einem Attribut enthalten sein können, sind zum Beispiel Teilenummern, Preise, Kommentare, Besitzername. Alles, was vielleicht auch in einer Inventarliste wichtig ist, um festgehalten zu werden. Diese Attributdaten können Sie in eine externe Tabelle oder in eine Datei extrahieren. Zum Beispiel Ablaufplan, Teile oder Stücklisten. Wenn Sie Näheres darüber erfahren, möchte ich Sie auf die AutoCAD 2016 Hilfe verweisen. Dort sind diese Themen eigentlich sehr gut erklärt. Wie kommen wir an die Attribute? Es gibt rein historisch gesehen schon eine Vielzahl von Befehlen und Menüs, die Sie für die Attribute zum Erstellen und Editieren verwenden können. Denn ein sehr oder eines der älteren Menüs ist das Attribut-Edit-Menü mit dem Kurzbefehl Add-Edit. Und wenn ich das eingebe, dann werde ich aufgefordert, meine Blockreferenz auszuwählen, auf die ich die Attribute oder von denen ich die Attribute ändern möchte. Und dann komme ich in dieses Menü und kann meine Attribute, die an diesem Block dranhängen, bearbeiten. Ich habe hier ein Attribut, ja, Durchwahlnummer, Angestelltenname, Titel, Abteilung und den Preis des Telefons. Hier kann ich jetzt an der Stelle diese Nummer ändern und schon habe ich für diesen Block, wenn wir da reinzoomen, ist die Durchwahl 1, 2, 3 geändert und das Attribut für diese einzelne Blockreferenz geändert. Was wir auch machen können, um die vorhandene Attribute zu ändern für eine einzelne Blockreferenz, ist, indem wir uns die Eigenschaften der Blockreferenz aufrufen und aus dieser heraus könnten wir jetzt auch jederzeit alle Attribute ändern. Wechseln wir das mal auf 4, 5, 6. Und schon ist das Attribut geändert. Also Sie sehen schon, es gibt noch neben diesen zwei Möglichkeiten noch mindestens drei weitere Möglichkeiten, Attribute zu ändern oder zu bearbeiten. Ich sagte ja eingangs, Add-Edit, also Attributeditierung, ist historisch gesehen etwas älter. Wenn ich auf den Block doppelklicke, komme ich in den erweiterten Attributseditor. Hier habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, mit den Attributen zu arbeiten. Und historisch gesehen ist das, oder chronologisch gesehen ist das quasi der neuere Attributeditor. Ich komme hier auch über die einzelnen Zeilen an die Werte der Attribute herein, stelle das hier wieder mal zurück auf 1, 2, 3. Sag anwenden und dann müsste mir hier in meinem Telefon wieder die Durchwahl 1, 2, 3 angezeigt werden. Und so kann ich durch die einzelnen Attribute durchgehen. Was ich in diesem erweiterten Attributseditor zusätzlich habe, ist, ich kann mir für jedes Attribut, also jedes dieser fünf Attribute, kann ich mir einzelne Textoptionen
auswählen, ein Textstil, eine Ausrichtung, eine spezielle Texthöhe, wenn wir hier zum Beispiel auf 1 runtergehen für den ersten, muss ich 1 auswählen, gehen wir da auf 1 runter, sagen anwählen und dann müsste dieser Text, ich kann da jetzt nicht reinzoomen, dementsprechend kleiner sein. Gehen wir mal auf 5 hoch und dann ist diese Zahl dementsprechend größer. Ich kann mir auch für die einzelnen Attribute einstellen, ob ich sie auf verschiedenen Layern platzieren möchte und dann natürlich die entsprechenden Layer-Einstellungen dazu. Rot haben wir, grün zum Beispiel und schon ist die Zahl, die wir hier angezeigt haben, in grüner Farbe. Soweit zur Visualisierung. Wenn wir, das wollte ich noch sagen, wenn wir einen neuen Block einfügen, an dem oder für den Attribute definiert sind, gehen wir über Einfügen, dann sehen wir hier die Blockvoransicht. Ich nehme mal unser Telefon, hier haben wir jetzt das schöne große Telefon und können dann beim Einfügen einer Blockreferenz diese Attribute selber definieren. In diesem Vorschaufenster haben wir im Grunde 8 Zeilen zu sehen. Die 4 in dem Beispiel sind nur 5 Attribute definiert. Es können 8 sichtbar gemacht werden. Es können aber auch wesentlich mehr Attribute definiert sein. Also man ist nicht beschränkt auf 8 Attribute insgesamt, sondern es können mehr definiert sein. Nur in diesem Vorschaufenster werden diese nicht angezeigt. Also man kann dann natürlich auf die nächste Seite hier weiterklicken. Was ich auch noch sagen möchte, ist die Möglichkeit, da kommen wir aber später dazu, man ist ja hier beschränkt auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass ich einen mehrzeiligen Text als Attribut habe und dieser mehrzeilige, wenn ich mehrzeiligen Attributtext habe, sehe ich hier ein kleines Fenster, um den Texteditor zu öffnen und dann habe ich quasi einen M-Text vor mir, den ich dementsprechend editieren kann mit der Länge des Attributs. Wir haben hier auch noch an dieser Stelle möchte ich einige Systemvariablen erwähnen. Da haben wir zum Beispiel AddType und diese Systemvariable ist quasi der integrierte Texteditor. Wenn ich diesen Wert auf die falsche Zahl gesetzt habe, dann wird mein Texteditor nicht erscheinen. Noch wieder ein Hinweis, das mache ich sehr gerne an jeder Stelle des Webinars oder an jedem Webinar, wenn ich eine Systemvariable nicht kenne, dann gehe ich in die Express Tools, suche mir die Systemvariable und dann habe ich eine Erklärung oder Beschreibung des entsprechenden Systemvariable. Eine andere Möglichkeit wäre, diese Systemvariable in der AutoCAD-Hilfe zu suchen. Eine weitere, da bleiben wir am besten gleich in dem Systemvariablen drin, eine weitere Systemvariable, die die Darstellung der Blockattribute, ups, jetzt habe ich einmal zu viel Enter gedrückt, regelt, ist, ob dieses Fenster angezeigt wird. Mit dem Systemvariable addDir. Wenn diese Einstellung auf 0 ist, dann folgt die Eingabe unten über die Kommandozeile. Wenn diese Einstellung auf 1 ist, dann bekomme ich eine Dialogbox aufgezeichnet. Dann als drittes und letztes zu den Systemvariablen würde ich gerne addRec erwähnen.
Wenn diese auf 0 gesetzt ist, werden automatisch die Vorgabewerte für die Attribute verwendet. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn viele Blöcke eingefügt werden und die Attribute erst später definiert werden. Ansonsten, wenn Sie Attribute wissen, Sie haben die Attribute definiert für einen Block, aber beim Einfügen des Blockes haben Sie nicht die Möglichkeit, die Attribute einzugeben, dann könnte es sein, dass Sie aus Versehen die Attribute als Konstante definiert haben und dann können Sie sie auch nicht ändern. So, wie bearbeite ich Attribute? Das geht entweder über den Moment, über den Blockeditor. Ich öffne quasi den Befehl, um eine Blockdefinition zu bearbeiten. Hier habe ich eine Liste aller Blöcke in der Zeichnung. Wenn ich nur wenige Blöcke habe, kann ich auch den Block auswählen, mit der rechten Maustaste auf den Blockeditor drücken und dann komme ich direkt in den Blockeditor. Habe ich allerdings eine Vielzahl von Blöcken, dann ist es diese Auswahlliste natürlich schöner. Ich gehe dann über den Namen, suche mir den Block aus, bekomme eine Voransicht und komme dann in den Blockeditor hinein. Es geht jetzt hauptsächlich um diesen Befehl, die Attributdefinition. Und für diesen Block sehe ich, ich habe meine 5 Attribute definiert. Wenn ich noch eines dazu definieren möchte, komme ich in dieses Menü und habe dann einige Eingabemöglichkeiten, von denen manche zwingend sind und manche nur optional. Fangen wir einmal mit dem Modus an, Modus, ob der Block oder ob dieses Attribut unsichtbar ist oder nicht. In dem Fall sehen müsste, das können wir nachher mal prüfen, diese 4 auf der rechten Seite, die haben wir jetzt nicht gesehen, die sollten unsichtbar geschaltet sein. Die Extension von dem Telefon ist sichtbar. Hier haben wir den Wert für Konstante. Wenn dieser Wert eingeschaltet ist, dann werden wir nicht in der Lage sein, ein Attribut zu definieren beim Einfügen des Blocks. Die Position gesperrt zum Beispiel ist, wenn ich eine Position sperre, dann kann ich dieses Attribut oder den Text von dem Attribut, von dem Block sozusagen nicht mehr verschieben. Ist er nicht gesperrt, dann habe ich einen Anfasspunkt und kann den Text verschieben. Mehrzeilig hatte ich schon erwähnt, wenn das angeklickt ist, dann habe ich die Möglichkeit, einen mehrzeiligen Text zu nehmen. Also ich werde jetzt mal ein Attribut erstellen und sage, es soll nicht unsichtbar sein, es soll mehrzeilig sein und ich möchte es verschieben können. Dazu gebe ich dann für dieses Attribut einen Namen ein, zum Beispiel Hersteller. Die Eingabeaufforderung, das ist eigentlich der Text, der dasteht, um das Attribut zu beschreiben. Ich gebe dort jetzt mal bitte, bitte brauchen wir nicht, eingeben. Und die Vorgabe für das Ganze, hoppala, sollte unbekannt sein. Warum habe ich da jetzt keinen Multilinien? Weil ich es mehrzeilig gedrückt habe. Unbekannt. So. Die Textausrichtung kann ich einstellen, die Texthöhe. Und sage ich, wenn ich das Attribut einfüge, soll das Attribut am Bildschirm bestimmt werden. Ich sehe jetzt, das ist recht groß. Wenn ich es jetzt hier platziere, den Blockeditor schließe und ich speichere die Änderungen, füge einen neuen Block ein. Wo sind wir? Einfügen des Blockes. Da sehen wir jetzt Hersteller eingeben, das neue Attribut. Und dann habe ich den Block. Und dieses Attribut kann ich jetzt verschieben, weil ich die Position nicht gesperrt habe.
Gut. Gehen wir wieder in den Editor. Genau. Wir möchten jetzt halt diese Attribute ändern. Attribut Edit geht in diesem Blockeditor nicht, weil wir schon drin sind. Ich ändere diesen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, generell diese Attribute oder die Blöcke zu ändern. Entweder über den Block-Attribut Manager. Mit dem stelle ich quasi für den Block alle, ich sage jetzt mal für den Ausgangsblock die Änderungen ein und die wirken sich dann auf alle Blockreferenzen aus. Wenn ich nur für einen einzelnen Block die Attribute ändern möchte, zum Beispiel für diesen hier, dann gehe ich über Attribut Edit und kann für diesen einen Block die Attribute ändern. Jetzt ist hier, na, das hat er jetzt nicht übernommen. Synchronisieren wir das mal nach. Weil wir gerade dabei sind, wenn ich für den Block ein Attribut geändert habe, wird nicht automatisch für die Blockreferenzen die Attribute ja, aktualisiert. Ich kann mit dem Befehl Attribute synchronisieren quasi dann alle meine Blockreferenzen aktuell schalten nach den neuesten Änderungen. Und jetzt haben alle Referenzen quasi dieses Unbekannt, was ich am Schluss hinzugefügt habe. Was heißt Attribut anzeigen? Das habe ich hier auch oben in der Liste über diesen Knopf. Attribute anzeigen habe ich drei Möglichkeiten. Normal, ein und aus. Normal heißt, die Attribute werden angezeigt, so wie ich sie im Block und für die Attribute definiert habe. Also manche aus, manche an. Und wenn ich sie alle einschalte, werden alle eingeschaltet, egal ob sie ungesichtbar sind oder nicht. Wenn ich sie alle ausschalte, dann geht da über die Kommandozeile. Alle aus, dann sollte nichts angezeigt werden von den Attributen. Das sollte eigentlich vorgabemäßig auf Normal stehen, so dass man das sieht, was man auch eingestellt hat. So, jetzt habe ich Attribute erstellt, aber mir gefällt die Reihenfolge nicht, wie sie dargestellt werden. Da gibt es einen Befehl, der heißt Blockattribut Reihenfolge. Dieser ist nur im Blockeditor möglich. Das heißt, ich muss mir den Block im Blockeditor öffnen und kann dann meine Attributreihenfolge anzeigen lassen und in der Reihenfolge verschieben. Machen wir den Hersteller mal ganz nach oben. Und dann sollte er, wenn ich das Produkt, den Block einfüge, ganz oben stehen in der Liste. Also hier kann ich meine Reihen- und Namenfolge, meine Attributreihenfolge sortieren. Gehen wir nochmal in den Blockeditor. Über die rechte Maustaste habe ich auch Zugriff zu den einzelnen
Befehlen wie die Attributreihenfolge und und zum Blockattributmanager wollte ich auch noch was sagen. Das ist quasi das universelle Menü. Hier kann ich ebenso die Einstellungen in der Reihenfolge ändern. Ich kann, wenn ich was geändert, mir den Block auswählen. Ich kann synchronisieren, das Attribut entfernen und ich habe verschiedene Blockeinstellungen. Also das ist jetzt nur, was hier in der Tabelle sichtbar ist. Also wenn mir die Farbe ist relativ wichtig, die Höhe, die Drehung egal ist, weil die Drehung überall 0 ist, dann kann ich hier meine Tabelle kleiner schalten. Oder einen Block aus der Liste oder interaktiv aus der Zeichnung wählen. Gut. Nochmal die Eingabe neuer Attribute. Was ich hier noch dazu sagen wollte, zu der Bezeichnung, dazu hatte ich vor kurzem einen Supportfall, in dem die dynamischen Blöcke ist ein sehr seltsames Verhalten bezüglich der Darstellung der Attribute aufwies, weil manchmal wurden Attribute einfach unsichtbar geschaltet und manchmal waren sie sichtbar. Und es lag wohl daran, dass das Attribut, also oder dass es Attribute eines in Block gab, die die gleiche Bezeichnung hatten. Also es ist zwar möglich, hier sagen wir, zweimal Hersteller einzugeben, aber es sollte nicht sein. Also man muss das wie eine Datenbank sehen. Es sollte ein eindeutiger Name, der nur auch ein einziges Mal vorkommt, hier verwendet werden. Sonst kann es eben zu seltsamen Darstellungen kommen im Block. Ich gebe jetzt hier nochmal einen Hersteller 1 ein und sperre die Position, die Eingabeaufforderung. So. Jetzt wollte ich eigentlich zeigen, was dieser Wert unter vorheriger Attributdefinition ausrichten. Da darf keine Leerzeile, kein Leerzeichen vorhanden sein. Was das bewirkt, das ist nur aktiv, wenn man gerade eines erstellt hat und jetzt kommt das nächste. Und dann, wenn ich dieses Häkchen angeschaltet habe, dann platziert sich das nächste Attribut quasi in einem Block linksbündig, wie man es eingestellt hat, unter dem vorherigen. Das hilft bei der Platzierung des Attributs, dass man hier quasi bündig, so wie es hier in diesem Beispiel ist, linksbündig alle Schriften platzieren kann. Gut. Dann kommen wir zur Datenextraktion. Die Datenextraktion ist jetzt hat eigentlich mit den Attributen selbst wenig zu tun. Daten kann man aus allen möglichen extrahieren. Wir haben die Möglichkeit, die Daten dann entweder als Tabelle in AutoCAD oder als Excel-Datei zu extrahieren. Der Befehl dazu ist, Datenextraktion oder EAT-Text und dann werde ich Menü geleitet. Es ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Es sind 8 Schritte. Ich gebe an, ob ich eine neue oder eine bestehende Datenextraktion bearbeiten möchte. Ich gebe dann mein Arbeitsverzeichnis an, wo die Datei gespeichert werden soll. Geben wir mal hier einfach das Temp-Verzeichnis an und soll
Temp Extract heißen. In den Einstellungen gebe ich an, ob ich Blöcke mit ein oder schließen möchte oder ob ich externe Referenzen einschließen möchte oder nur Objekte im Modellbereich und ob ich diese hier als Datenquelle generell auf die ganze Zeichnung beziehen möchte oder nur Objekte in dieser Zeichnung. Nach einem Weiter werde ich aufgefordert, meine Anzeigeoptionen erstmal anzupassen. Ich will nur die Blöcke mit Attributen zeigen und nur die, die aktuell verwendet werden. Das sind im Augenblick eben mein Telefon. Und hier filter ich auch erstmal alles raus, was ich nicht brauche. Ich möchte nämlich nur die Attribute angezeigt haben. Deswegen lasse ich nur den Attributfilter an. Ich sehe meine Attribute, die ich aufgelistet habe und kann hier auch noch welche abwählen, die ich nicht dargestellt haben möchte. Nach einem Weiter sehe ich schon mal eine Vorschau der Tabelle. Die kann ich jetzt entweder auch hier in der Spalte umbenennen. Wenn mir der englische Begriff nicht passt, gebe ich den deutschen ein und kann die Daten hier nochmal sortieren, anders sortieren. Also Stichwort, wenn ich 100 habe oder 012, dass die 01 quasi vor der 02 kommt und so weiter. Jetzt sage ich, ob ich eine Tabelle in AutoCAD erstellen möchte oder ob ich eine externe Datei schreiben möchte, die dann in diesem Pfad platziert wird. Und jetzt komme ich, sobald ich diese Tabelle kurz vor dem Einfügen, komme ich in den Tabelleneditor, kann mir meinen Tabellenstil auswählen, einen Titel, Telefon und sollte dann auf Fertigstellen einen Einfügepunkt erhalten. Die ist jetzt sehr klein, aber das macht nichts. Wir können die ja auch später noch skalieren. Und schon habe ich meine Tabelle mit meinen Attributen für diese Blockreferenz oder für diese Blockreferenzen erstellt. Ja, das war es jetzt eigentlich heute schon für die Demo. Jetzt wollte ich mal den Bernd fragen, ob wir offene Fragen haben oder ob es generell interessante Fragen gab zu dem Thema. Leider nein. Also es war hier ziemlich ruhig. Ich habe noch extra gefragt, ob irgendwelche Fragen sind, aber es kam leider keine mehr. Aber wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann stellen Sie diese einfach jetzt. Ich glaube, es gibt keine Fragen heute. Nein, es gibt keine. Sehr ruhig heute. Also, dann kann ich nur sagen, falls Sie noch Fragen haben und Ihnen fallen noch welche ein, schicken Sie mir ruhig ein E-Mail oder auch meinem Kollegen Bernd und wir werden die Fragen auch gerne beantworten. So. Weitere Quellen zu dem Thema. Autodesk Knowledge Network Community. Hier sind alle Wissensartikel von Autodesk aufgeführt in englischer Sprache und es wird dieses auch zukünftig in deutscher Sprache gehen. Ein Link zur Hilfe zu den Blockattributen, auch ein Link zur Hilfe vom Blockattribut Manager. Definieren und zuordnen von Blockattributen, ändern von Blockattributsdefinitionen und extrahieren von Blockattributen. Das kann ich Ihnen auch, wir haben ja noch etwas Zeit, das zeige ich Ihnen die Hilfedatei, ist also sehr ausführlich geschrieben. Wir können
Hier können Sie navigieren und Sie haben auch jederzeit die Links zu anderen Themen für die Befehle zum Beispiel. Welche Befehle stehen mir für Blockattribute zur Verfügung? Alle habe ich jetzt nicht gezeigt. Den Synchronisierungsbefehl habe ich erwähnt. Den Attribut neu definieren kann man dort sich auch durchlesen. Müsste man jetzt oder das müsste man jetzt genau überprüfen oder auch üben, sage ich jetzt mal, wie die Blöcke sich einfügen oder wie die Befehle sich verhalten. So, die Fragen hatten wir schon. Jetzt kann ich Sie nur noch auf unser nächstes Webinar verweisen, was wir eigentlich am 7. Januar abhalten wollten, laut Terminplan. 7. Januar ist aber ein Brückentag zwischen im Januar, deswegen habe ich diesen Termin auf den 14. Januar verschoben. Und das Thema dazu steht noch nicht fest, wird aber bis zur nächsten E-Mail oder innerhalb der nächsten Woche veröffentlicht. Dann kann ich mich nur für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank und ich hoffe, Sie haben heute was gelernt. Apropos die Frage, ob Sie heute was gelernt haben, wollte ich Ihnen auch noch per Umfrage stellen. Einen Moment. Meine Kurzumfragen sind hier. So, ich würde Sie kurz bitten, ob Sie heute was zu beantworten, ob Sie heute was Neues gelernt haben. Und ich sehe bis jetzt ja. Wunderbar. Es freut mich, wenn ich Ihnen etwas Neues sagen konnte. Ich sehe 100% haben heute etwas Neues gelernt. Es freut mich. Und dann kann ich nur noch sagen, beenden wir das Webinar hier und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Einen schönen Tag noch und auf Wiederhören. Und tschüss.